glaube, alle kennen die Geschichte von Marie Antoinette. Und wir haben das schon gezeigt vor Jahren in einem Ballettstück. Dieses Mal ist es wieder ganz neu. Und Patrick, unser Choreograf, hat das neu gesehen. In diesen Jahren hat er versucht, was Neues und mehr Dramatisches hinzubringen. Und wir zeigen eine neue Geschichte. Ich will nicht viel darüber erzählen, alle müssen das sehen. Ich tanze in dem Stück die Marie Antoinette, Tochter von Marie Therese, Frau von Louis XVI, Freundin von Elisabeth, die Königin von Franz. Und ich mache den Ludwig XVI, Mann von der Marie Antoinette und König von Frankreich. Der Bruder von und der Bruder von Madame Elisabeth, genau. Alles ist so gemischt. Also bei diesen musikalischen Brüchen merkt man irgendwie so, dass es dann doch um Leben und Tod geht irgendwie. Besonders weil in diesen Brüchen sehr viel Schatten und Schicksal tanzen. Und dann eher die königliche Familie dann eher bei der klassischen Barockmusik bleibt, aber am Ende zu dann im Gefängnis und so, merkt man dann schon, okay, jetzt kommen die auch in die Brüche rein von der Musik. Und dann merkt man dann schon, okay, jetzt geht es dem Tode zu und jetzt ist es nicht mehr lang, dass sie am Leben sind. Das Schicksal geht durch ganzes Ballett und er ist wie ein Marionettentheater. Er macht das ganze Geschichte. Er ist sozusagen das Wichtigste, der manipuliert alle Leute in diesem Stück. Und Schatten zeigt für mich das, was sie nachher wird, die Marie Antoinette. Das ist wie im Kino. Du weißt von Anfang an, irgendwas wird passieren. Aber das haltet das Publikum bis zum Ende.